Hallo. Hallo, liebe Kinder aus Künzebeck. Ich bin's. Hier ist es ganz ruhig. Keine Kinder da. Nur ein paar Erwachsene. Keiner darf kommen. Wegen dem Kuri oder Karu. Oder wie heißt es denn nochmal? Sag's mir doch nochmal, du weißt das doch. Komm mal her. Sag's Wieso mir redest du mal. so? Ach ja, Corona. Genau, darum ist keiner hier. Und es ist so langweilig. Ich möchte so gern was spielen mit euch. Aber wir können das ja so mal ausprobieren. Die Julia, die filmt uns nämlich. Und Heike sitzt hier. Und zusammen können wir was spielen mit euch. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mitspielen. Und zwar habe ich ein Fingerspiel mir überlegt, weil die Kinder so gerne das Fingerspiel mögen. Du kennst es. Sollen wir das Ich mal kann das. zusammen machen? Ja. Von großen Tieren? Von ganz großen Tieren? Ja, von ganz großen Tieren. Pass mal auf, das geht nämlich so. Zeig mir mal dein großes Tier. Mein großes Tier ist hier. Ich habe hier mein großes Tier. Genau, und das ist nämlich Das ist Papa Maus. Papamaus. Der sieht wie alle Mäuse aus. Weiches Fellchen, Fellchen, große Ohren, Ohren, spitzes Näschen. Und und einen einen Schwanz Schwanz. so So lang. lang. Das ist Mama Mama Maus. Maus. Sieht wie alle Mäuse aus. Weiches Weiches Fellchen, Fellchen, große große Ohren, Ohren, spitzes Näschen und und einen einen Schwanz Schwanz. so So lang. lang. Das ist Ist Bruder Maus. Brudermaus. Der sieht wie alle Mäuse aus. Weiches Fellchen, große Ohren, spitzes Näschen und Und einen einen Schwanz Schwanz so so lang. lang. Das ist Schwester Maus. Die sieht wie alle Mäuse aus. Weiches Fellchen, große Ohren, spitzes Näschen und Und einen einen Schwanz Schwanz so so lang. lang. Das ist Babymaus. Babymaus sieht Sieht nicht nicht wie wie alle alle Mäuse Mäuse aus. aus. Nacktes Nacktes Fellchen, Fellchen, kleine kleine Öhrchen, Öhrchen, stumpfes stumpfes Näschen Näschen und und einen einen Schwanz Schwanz so so kurz. 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 Oh, Das war schön. Und weißt du was? Hier in der Kiste ist noch eine Geschichte drin. Auch von meinen Lieblingstieren, den Mäusen. Oh, Sollen wir das den Kindern mal vorlesen? das ist eine tolle Idee. Komm, ich Okay. helfe dir beim Aufmachen. Die kleine Maus sucht einen Freund. Die kleine Maus war einsam und allein. Sie wünscht sich nichts lieber als einen Freund. Darum lief sie von Tier zu Tier und fragte: Wollen wir Freunde sein? Nein, wieherte das braune Pferd und graste weiter. Da lief die Maus zum nächsten Tier und fragte: Wollen wir Freunde sein? Nein, klapperte das Krokodil mit seinen scharfen Zähnen und auch das Vögelchen auf seinem Rücken zwitscherte: Nein. Da lief die Maus zum nächsten Tier und fragte: Wollen wir Freunde sein? Nein, brüllte der Löwe und schüttelte seine Mähne. Da lief die Maus zum nächsten Tier und fragte: Wollen wir Freunde sein? Nein, schnaubte das Nilpferd und trottete zum Fluss.
Da lief die Maus zum nächsten Tier und fragte, wollen wir Freunde sein? Nein, bellte der Seehund und klatschte mit den Flossen gegen sein glattes, nasses Fell. Da lief die Maus zum nächsten Tier und fragte, wollen wir Freunde sein? Nein, kreischte der Affe und rollte mit seinen dunklen Augen. Da lief die Maus zum nächsten Tier und fragte, wollen wir Freunde sein? Nein, schrie der Pfau und spreizte sein buntes Gefieder. Da lief die Maus zum nächsten Tier und fragte, wollen wir Freunde sein? Nein, knurrte der rote Fuchs und schlich davon. Da lief die Maus zum nächsten Tier und fragte, wollen wir Freunde sein? Nein, mümmelte das Känguru und hüpfte mit seinem Kind in großen Sprüngen weiter. Da lief die Maus zum nächsten Tier und fragte, wollen wir vielleicht Freunde sein? Nein, lürgte die Giraffe und beugte ihren langen Hals tief herunter. Da lief die Maus zum nächsten Tier und fragte, wollen wir vielleicht Freunde sein? Ja, sagte da die Maus zur Maus, komm mit mir in mein Mäusehaus. Und beide liefen ganz schnell weg ins Versteck vor der riesigen Schlange weg. Ui, das war ja eine tolle Geschichte. Weißt du was? Jetzt machen wir den Vorhang zu. Ich helfe dir. Ja, weil ich habe noch was mitgebracht. Noch ein Fingerspiel. Pass mal auf, wer jetzt kommt. Ich sag schon mal Tschüssi. Tschüss, Bär! Hallo! Guten Tag, meine Damen und Herren! Ihr habt doch sicher den Kasper sehr gern. Jetzt rufen wir den Seppel her. Seppel! Ja, Kasper? Wir schlagen uns und wir vertragen uns. Und machen noch manch guten Streich. Da kommt vom Nil ein riesengroßes Krokodil und hat mit einem Haps den Kasper fast verschluckt. Der zieht und zieht. Und ei der Daus, da schaut der Kasper wieder raus. Nein, nein, nein! Du böses Krokodil, ab mit dir zum Nil. Da kommt die Hexe Knickebein. Der Kasper soll verzaubert sein. Nein, 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 da wird nichts draus. Ab mit dir ins Hexenhaus. Jetzt rufe ich mir die Gretel her. Gretel! Ja, Kasper? Wir tanzen lustig, tralala, und sind auf einmal nicht mehr da. Ui, das war ja eine tolle Geschichte. Weißt du was? Jetzt machen wir den Vorhang zu. Ich helfe dir. Ja, weil ich habe noch was mitgebracht. Noch ein Fingerspiel. Pass mal auf, wer jetzt kommt. Ich sag schon mal Tschüssi. Tschüss, Bär! Hallo!
Hallo. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ihr habt doch sicher den Kasper sehr gern. Jetzt rufen wir den Seppel her. Seppel! Ja, Kasper? Wir schlagen uns und wir vertragen uns und machen noch manch guten Streich. Da kommt vom Nil ein riesengroßes Krokodil und hat mit einem Haps den Kasper fast verschluckt. Der zieht und zieht und ei der Daus, da schaut der Kasper wieder raus. Nein, 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 du böses Krokodil, ab mit dir zum Nil. Da kommt die Hexe Knickebein. Der Kasper soll verzaubert sein. Nein, 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 da wird nichts draus. Ab mit dir ins Hexenhaus. Jetzt rufe ich mir die Gretel her. Gretel! Ja, Kasper? Wir tanzen lustig, tralala, und sind auf einmal nicht mehr da. Okay, liebe Kinder, das war ein kleines bisschen Sitzkreis. Wir vermissen euch ganz, ganz doll. Der Kindergarten ist ganz langweilig ohne euch. Und wir freuen uns ganz, ganz tüchtig, wenn wir uns wiedersehen können und wenn wir uns wieder in die Arme nehmen können und gemeinsam spielen können hier im Kindergarten. Bis dahin bleibt gesund und behütet und wir freuen uns, wenn wir uns sehen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.